sein. Sehr. Wie realistisch ist das Spielen denn? Wo ist sie hingefallen? Ja, hallo. Ah, Kuckuck. Ich habe gerade so schön auf dem Baumstamm gestanden und habe mich umgeschaut und dann bin ich realistischerweise abgerutscht und bin ins Wasser gefallen. Ach so, Anja, hier. Komm mal her. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Green Hell, dem DLC Spirits of Amazonia. So realistisch ist Green Hell, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann doch nicht wahr sein. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Kann ich hier weiterlaufen? Pilzsuppe, kannst du die nutzen. Oh, kommt ihr auch oder soll ich irgendwo hoch? Ja, wir kommen. Wir sind auf dem Weg zu dir. Wir holen dich dort. Left or right? Der Wahnsinn. Da bin ich wieder. Seid ihr auch da? Seid ihr da? Gleich. Wir sind auf dem Weg zu dir eigentlich. Ach so. Warte mal, ich hab Egel. Ja. Das ist ja ein Unterfangen. I come to you. Oh, ich hab Tabakpflanzen entdeckt. Yippie. Immer das, weißt du, wenn sich das Kind verläuft, sagt man eigentlich, bleib stehen. Ja. Aber nein. Aber welches Kind macht das schon, ne? So, jetzt ist es nämlich so weit, dass ich euch beide nicht mehr sehe. Ich bin nur da oben, wo ich gerade war. Okay. Oh, das war doch keine Tabakpflanze. Unbekannte Pflanze. Unbekannte Kräuter? Nee, unbekannte Blume. Ja, unbekannte Blume ist, wenn du sie zu Hause und die Büschel oben hast. Das ist richtig. Hallo. Anja, ich habe noch, hab noch Pfeile hier in der Tasche. Danke. Und guck mal, wie der wegläuft. Ja, wo? Da hinten. Brauchst du dich gar nicht in der Palme verstecken. So. Ich hab gesehen, wie sie da hinten bleiben. Oh, mein Gott, sag's doch, ich wollte gerade schon zielen. Ich habe nur den Kopf gesehen. Wie das rausgegangen wäre, wenn ich in der Aufnahme der Chefin den Headshot verpasst hätte. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was Neues. Ich wäre sofort, ihr hättet fast enterbt gesagt, aber nein, gekündigt worden. Das Schlimme ist, hier können wir die Jaguare sein. Ah, die hört man ja, Gott sei Dank. Oder auch nicht. Warum sehe ich jetzt euren Namen nicht mehr angezeigt? Weil wir zu weit weg sind? Also, hinter einem von euch stehe ich, genau, aber ich weiß so. Nicht welcher. Ja, ich weiß. Hinter Chefin. Ah, okay. Ah, okay. Talcaru. Aber wenn ich euren Namen nicht mehr sehe, dann ist das doof, weil. Vorsicht! Nee, alles gut, das sind Schweine und... Das sind Schweinchen. Oh, ich kann nicht, ich sehe den Unterschied nicht zwischen einem Jaguar und einem Schwein. Das Interessante, was mir interessanter ist, dieses Ich. Ja, weil gleich Jaguar zwei Viecher kamen und ich wusste nicht, ja, ob aber der eine... Du musst trotzdem schon sagen, was du im Verdacht hast, gesehen zu haben, eventuell. Ja, ja. Weil, dann darfst nicht vergessen. Codewort rot. Wenn du mich jetzt sagst, von wegen... und der Jaguar ist auf dem Weg zu mir. Dann ähm ich noch rum, während der Jaguar mich angreift. Okay. Also lieber sagen, du hast einen Jaguar gesehen, auch wenn es keiner war, als nichts zu sagen. Übrigens, hier haben wir Tabak. Aber bei ich weißt du jetzt Bescheid, dann meine ich einen Jaguar. Ja, da weiß ich aber nicht, wo der ist. Das ist dann diese Thematik von wegen, Malaingos, wo? Ja, hier, wo? Ja, hier. Ja, das ist ein bisschen schwierig im Spiel. Ihr macht mich gerade ganz wahnsinnig, weil ich sehe eure Namen nicht mehr. Sprich, sobald ich euch tatsächlich die Figur nicht mehr sehe, sehe ich euch gar nicht mehr. Was habe ich denn da jetzt aufgenommen? Ich weiß nicht mehr schauen. Sobald wir wieder im Lager sind. Ich habe irgendeine Taste gefunden und Wenn Nadine laufen würde, wäre schöner. Ja, ich war gerade überladen.
Ja. Also wenn ich stehen bleibe, bin ich meistens überladen oder loote. Ach übrigens, Anja, vorsichtig, da hinten ist ein Ameisenhaufen. Ja, den habe ich schon gesehen. Den sieht man. Ganz erstaunlich, aber in letzter Zeit sehe ich die recht häufig. Ja, man gewöhnt sich halt auch langsam dran, ne? Und weiß, worauf man achten muss, ne? Ja. Das hier übrigens, Nadine, Funkchen. Brauche ich auch noch. Nee, die... Und, pscht. Pscht, pscht. Die Patt. Vor uns hängt ein Mensch. Ja, das ist die Patrouille. Da hängt auch einer am Baum direkt vor dir. Ja. Ich weiß. Ich habe sie schon gesehen. Den müssen wir mitnehmen. Den machen wir gleich. Die nehme ich schon mal ab. Maler Ingos rechts vom See. Dass mir das aber auch jetzt sagt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. Lass uns schnell hier zusammenbauen. Die hören uns doch. Ich fäll Bäume. Du passt auf. Gut. Aber Anja, als wenn ich es geahnt hätte, Feuerbretter nicht. Ja. Palmen. Hier haben wir Palmenblätter. Ja, hier haben wir Palmenblätter. Holzscheite haben wir hier noch zwei. Also ein auf jeden Fall. Der zweite war hier auch noch. Ja, hatte. Ich hab's. Maler Ingo von vorne. Feuerbrett. Läuft aber an uns vorbei. Anja holt jetzt das. Jetzt bin ich auf Guard. Anja, zündest du auch an dann? Ich versuche, ich brauche gerade, irgendwie ist mir ein Bananenblatt abhanden gekommen. Abhanden gekommen ist es dir nicht. Du kannst nur nicht alle tragen, wenn du alle auseinander nimmst. Eins bleibt immer liegen. Ja, ja, nee, es sind sogar zwei liegen geblieben, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Das ist schlecht. Genau. Oh, ich habe keinen Anzünder, es muss einer von euch übernehmen. Dann mache ich. Ach Gott. Vertrauen. Lass uns mal hier im Baum gucken wegen Nüssen. Da ist nämlich ein dicker Stamm. Wie viel haben wir denn schon? 335 haben wir erst. Wow. Aber hier gibt es auf jeden Fall Nüsse. Das heißt, wir haben auch Pilze. Auch eine Nuss gefunden? Ja, eine müsste noch liegen. Nummer 3. Eine habe ich gefunden. Hier ist die dritte. Haben alle. Zwei blaue Pilze gefunden. Ich habe auch zwei gefunden. Sind da nicht normalerweise mehr dran? Hm. Na, 4 bis 5 sind da halt dran. Mhm. So, sind wir bereit zum Abmarsch? Ja. Wo geht's lang? Hier lang? Übrigens, wir werden gleich einen Kampf haben. Geil. Glaube ich, falls wir hier nicht schon waren. Nein, neuer Ort. Nein, wir waren hier noch nicht. Da vorne ist ein Lager nämlich drin. Da kommt uns schon eine Patt entgegen. Und hinten. Das, nee, das ist keine Patt, das ist das Lager. Mhm. Also direkt hier hinter dem Stein ist das Lager. Ja. Ich eröffne.
daneben. Er öffnet. Ui, Headshot. Guck lieber auf den hinter neben dir noch. Oh, Headshot. Ja, guck auch hinter von dir. Von hinten kommt ja auch noch einer. Sehr gut. So, Pfeil. Oh, das waren schöne, ich wollte schon sagen, schöne Schisser. Oh Gott. Fünf Vertrauen, so wenig. War auch nur ein kleines Minilager. Ein ganz kleines Lager, genau. Man könnte auch sagen, so ein kleiner Außenposten. Das, was wir auch immer bauen. Was? Die 100% Obsidian-Klinge. Was passiert denn, wenn ich da oben mal kurz hochlaufe? Du läufst jetzt erstmal. Das machen wir bitte gemeinsam, weil immer da. Aber da oben geht es gerade nicht weiter. Da ist dann hinten bloß ein Ausgang. Ich meine, guck mal, den Baumstamm da vorne geht dann hier hoch und wahrscheinlich komme ich dann hier wieder raus, oder? Du kommst dann oben wieder raus, da wo du draußen auf dem Baumstamm auch laufen könntest. Vorsicht, von vorne! Ich bin zu schwer. Ich muss mich abladen. Ich hab schon. Hab geregelt. Aua! Der lebt doch noch. Ich will den einen noch leben. Ja, ich auch. Der ist tot. Na, der lebt noch. Der greift dich an. Pass auf. Ich krieg nur eure Schüsse ab hier. Ich nehme ihn jetzt auseinander. Dann ist er weg. Also, für uns sah das klar so aus, als würde der noch leben und dich angreifen. Entschuldigung. Ja. Du stehst das so locker. Ja, glaubst du, ich würde stehen bleiben? Oh, da stecken noch Pfeile drin, ich krieg's so nicht. Oh, da kommt noch einer. Da sind zwei, drei. Aber die laufen weg vom Lager. Die laufen weg. Ihr könnt die übrigens alle auseinandernehmen. Wir haben hier draußen Wasser. Und hier liegt noch ein Stammesbogen, falls einer neu im Stammesbogen überprüft eure Bögen. Ich habe Bogen 83. Hier ist ein Stammesspeer noch mit 99. Aber hier ist wieder ein Bogen mit 36. Der wurde schon ausgetauscht, alles klar. Ich bin überladen. Und ich bin... Ja, Knochen. Kommen noch die nächsten gleich. Knochen zerstören. Muss ich das da vorne, diesen, wie nennt sich denn das? Dingsbums halt? Muss ich das nicht auch zerstören? Es stehen auch vereinzelt welche rum, die du nicht zerstören brauchst. Nur wenn sie zum Lager gehören, musst du sie zerstören. Na gut, weil ist halt der Anfang halt von der wieder. Höhle. Ja, aber das gehört nicht zum Lager. Okay. Kommt zu mir, dann könnt ihr euch waschen, wer auch immer auseinandergenommen hat was. Ja, ich bin hier noch am Zerlegen hier hinten. Und wie gesagt, hier liegt noch eine 100% Obsidian-Klinge oder 97% jetzt. Ich hab 99 noch am Start, alles gut. Waschen. Aber ich sehe eure Namen nicht. Was sehr schwierig ist, rechts rauslaufen. Rechts von drei Varianten. Ich hol dich. Und da ist ein Paketchen hier oben. Hier hängen noch Bananen übrigens. Es triggert mich so, dass die hier rumlaufen. Oh, Kacke. Wie die Natur. Wo ist denn Anja? Hier. Ja. Nein, ich hol mir noch ein Stammesspeer wieder. Deiner kaputt gegangen? Nein, meiner steht. Oh, da! Hier sind Leute! Mit mir! Oh, ich sehe keine. Danke dir!
Also falls du wissen willst, wo mein Stammesspeer ist, der steckt da oben in der Decke. Aber falls du einen Stammesspeer brauchst, der hat ja gerade fallen lassen, der muss 100% aus haben. Aus unerfindlichen Gründen steckt da oben jetzt ein Speer in der Decke. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Hm. Könnte daran liegen, dass mir jemand gesagt hat, hier hast du den Speer. Kann man, ja, hab ihn. Kann ja, man runterschießen. Muss allerdings direkt auf dem Paket zielen und nicht auf, auf das Seil. Ach so. Und hier ist übrigens das Wasser, komm mal her. Ach so, das habe ich aber dann auch immer falsch gemacht. Ich hab's auch immer auf, versucht, auf Seil zu schießen, aber okay. Hast du es erwischt? So, Wasser, ja, hab's erwischt. Gut, hier rum. Du hättest natürlich auch den anderen Ausgang nehmen können, aber wir müssen ja hier gleich weiter dann. Ah. Hier ist Wasser. Wasser, waschen. Wasser ist zum Waschen da, Valerie und Valera. Ah, ich fand's mal wieder so witzig, Anja. Da kommen zwei. Hab geklärt, ich sehe sie nicht mehr. Kennen wir irgendwo her, ne? Ja, die waren mir nun doch etwas nah, aber ich hatte gerade keinen Speer, dann war es etwas... Ah! So, und jetzt seid ihr... Nein, da bist du. Ich bin stehen geblieben. Genau. Weil wir müssen ja noch auf Nadine warten, die da irgendwo Globetrotter-mäßig schon wieder unterwegs war. Ja, aber Mann. Das kennen wir ja schon. Marco Polo. So. Bin am Stissel. Sehr schön. Gut. Triggert mich trotzdem, dass sie noch leben. Wenn wir schon mal hier sind. Achtet mal auf die Bäume. Ich glaube, ihr könnt irgendwo was hängen. Egal. Das ist lustig, ich weiß schon wieder nicht, wo ihr seid. Ich bin ja hinter dir. Ich weiß auch nicht, wo Nadine ist. Hinter dir? Hinten. Dann laufst du hinter Nadine. Nadine sieht doch meinen Namen. Und Nadine müsste mir jetzt folgen. Ich folge Talkeru gerade blind. Du folgst mir gar nicht, du bist doch am Arsch. Du bist Ein Sumpf. Du bist am A der Welt. Falsche Richtung, Madame. Ich kann doch nicht sagen, ich soll ihr folgen, wenn sie denn immer wegläuft. Ja, dann ich bin ja dir gefolgt gerade. Ja, und ich sehe niemanden. Das ist eine saublöde Kombi, ich sag's dir. Ah, schön. Wollten wir der, der nicht sieht, wo es hingeht. Ja. Dann sind wir schon. Wieso spielen wir schon? Ja, genau, genau so. Ameisenhügel. Schätze jetzt mal ein blauer Pilz. Wer weiß, wie lange das noch dauert, die Reise. Da war der fünfte blaue Pilz. Anja. Ich würde gerne mal wieder auf einen Trip. Kommt ein großes Lager gerade vor uns. Ist das Dorf. Ach so. Da, wo wir hin wollten. Es ist unser Dorf. Ja. Ich hör was knurren. Ich nicht. Ich auch nicht. Deswegen, weil ich auch im Dorf bin. Da kann mir nichts anknurren. Gut, dann komme ich auch rein. Moin! Na, alles klar? Reicht dir das schon, was wir hier gemacht haben für dich oder immer noch nicht? Nee, 800 brauchst du. Wir haben die nächste Olga jetzt für dich befreit. Ja, die läuft hier auch irgendwo rum. Haben wir jetzt hier zwei Chantales? Also, du kannst immer davon ausgehen, wenn du jemanden in der Höhle siehst, ne, den du heilst. Ja. Steht ja dann hier rum. Wenn du ein Kind findest, übrigens, läuft das dann hier auch rum. Und eine Olga läuft auch rum. Nein. Doch. Es muss nicht die gleiche Olga sein. Mein Gott, das Dorf fällt. Tun wir dann wieder befüllen oder was? Ja. Oh, das Spiel ist ja toll.
Ich erinnere mich, dass du es eigentlich gar nicht spielen wolltest am Anfang. Dass man dich überreden musste. Ja, weil das mir zu stressig war. Na, wegen der Vorgeschichte. Ich verstehe es ja wegen der Vorgeschichte halt. Ja. Aber du siehst, es ist doch was ganz anderes. Oh, Joko. Hammer. Es ist zwar ein bisschen langwieriger, weil du halt, wie gesagt, um weiterzukommen, musst du erstmal genug Ruf haben. Aber... Hammer. Hallo, Frau Zockersucht. Was schleichen Sie sich hinter mich ran? Guck mal, Anja ist schon im Lager. Sie macht's richtig. Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen und mich schon mal befüllen, wenn ich schon mal da bin. Was sind das? Kleine Tonschüssel. Geschmolzenes Eisenerz, leere Gussform. Was sind das? Hä? Ja, das ist der Töpfertisch, den brauchst du gerade nicht. Ach so. Da haben wir die Tonflaschen herbekommen und da kannst du später dann natürlich auch bessere Pfeile, also wofür du die Schmiede brauchst. Du musst ja eine Tonform kreieren, um letztendlich daraus dann Eisen in gewünschten Formen herzustellen. Mhm. Beispiel Metallspitze von Pfeilen. Mhm. Um einfach nur ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und dazu brauchst du halt natürlich eine funktionierende Schmiede. Die wir uns auch noch bauen müssen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich euren Namen wieder einblenden kann, was mich ganz kirre macht. Versuch's doch einfach mal mit einem Neustart. Machst du kurz ein Reset. Weil ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich würde es dir gerne sagen. Ich hab's irgendwo mal gesehen, dass man das einstellen konnte. Und dann musst du dort zugucken. Warte mal. Bin ich gerade am Suchen. Welches Feuer soll ich denn anmachen? Das linke? Ach, das rechte. Ach, gar wir haben ja nur eins. Nee, ich würde gerne keins. Was durchgrillen. Achso, dann mach's im Dorf. Geh da zum Dorf. Ach so. Ach, da. Ach so. Ach, Entschuldigung, jetzt ist es aber schon an. Weil, wenn sobald wir Feuer anhaben, kann es sein, dass wir mal Eingriff kriegen. Ja, die wollen wir ja auch, oder? Nee, aktuell nicht. Ach so. Weil wir gerade gucken, wie wir Anjas Problem lösen. Ja, einmal rein und raus, alles gut. Wir können ja mal was machen. Die kommen ja auch nicht jetzt innerhalb von Doch, Minuten. Doch, kann passieren. Die vor allem, wenn es dunkel ist. Ziemlich schnell da sein. Okay. Das kann passieren, dass du Feuer anmachst, also, und dann sind sie gleich da. Also ist es nicht so wie in anderen Spielen, wo man erstmal eine Weile im Lager sein muss, damit die Nein. überhaupt kommen. Achso. Das ist genauso, wenn das Feuer brennt ist und du haust ab, kann sein, dass die da waren und haben die das ganze Ding zerstört, das ganze Lager. Okay, soll ich das Feuer also wieder zerstören? Soll ich wieder ausmachen? Genau. Am besten, wenn wir halt gerade im Lager sind, geh am Dorf grillen. Okay. Weil ist nicht weit entfernt okay. und das Feuer brennt eh ewig. Okay. Ist halt so ein ganz guter Weg halt immer. Mhm. Okay. Weil ansonsten müssen wir mich halt immer wieder aufpassen. Höllisch aufpassen. Mhm. Oh, ich sehe eure Namen wieder, Gott sei Dank. Oh ja. Yippie. So, dann gucken wir mal. Wie viel brauche ich denn? 4. Oh no. Oh no. So. Wenn es so einfach wäre, die Sachen herzustellen. Ne? So, unbekannte Kräuter. Was habe ich denn da jetzt mitgenommen? Brauchen wir die? Daraus, ja, ich glaube, das ist ein Fieber, wenn ich mich recht erinnere. Oh, die kann ich sogar noch stacken. Okay. Unfertige Pfeile.
Ja, die bringen dir gerade nichts, weil wir kein Blasrohr haben und die halt noch unfertig sind. Die braucht man später, um Tiere zu betäuben. Mhm. Zum Züchten. Amazing. Amazing Grace. So, Leute. Jetzt sind wir ja wieder glücklich in unser Lager gekommen. Durften noch mal ein paar Kills verabreichen, ein paar Headshots. Wir werden immer besser. Falls jetzt nichts passiert hier in dem Lager, würde ich sagen... Oh. Was ist das? Oh, das war nur ich. Würde ich sagen, ich mache dann wieder an, falls wir angegriffen werden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.